Herzlich willkommen aus Bad Tölz, aus der Bude von Tölz und aus unserem Löwenstübel. Also unserer Löwenstube zum neuen Lucky Lion hier am Freitag. Bayerisch verlernt hier schon wieder. Ja, das kommt immer davon, wenn du mich immer so kurz vorher nochmal anmachst. Ihr versucht mir das beizubringen, aber ihr selbst verlernst. Grüße gehen raus an den Chat, was geht, Mann? Wir lassen euch immer so lange warten, weil der alte Mann immer so lange braucht. Weißt du? Ja, ich kümmere mich halt erst um die wichtigste Person in dem Raum. Um dich. Ja, hier siehst du die gute nochmal. Scheiden Bizeps hat die auf jeden Fall hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst sogar richtig vom Pferd auch aus kämpfen. Ja, kannst du. Ist das gut? Weil in den meisten Games ist Kämpfen vom Pferd immer so ein bisschen kompliziert. Und es ist relativ einfach, aber du kannst halt auch sehr schnell runtergeschlagen werden. Ja, ja. Deswegen, das Pferd kann sterben halt auch dabei. Das Pferd kann dabei sterben, aber ich sag mal so, ne? Das ist austauschbar. Du kriegst sehr schnell ein neues. Gut, dass meine Freundin das nicht hört, ey. Die kriegt immer so, wenn wir Westernfilme gucken oder generell irgendwelche Filme, in denen Pferde umkommen oder in denen irgendwas passiert, dann immer so, oh, ein Pferd, oh, ich kann das gar nicht anschauen. Ach, das ist eine richtige Galeere, nicht mehr so ein Boot. Nee. Okay, okay. Moin, Bravery Girl, Olkani, alles klar bei euch? Oh, okay. Was machst du denn, Alter? Ja, ist ein Skill. Ein Verbrennen ein bisschen. Ist ein Skill. Nice. Normalerweise rennst du dann aber dreimal so schnell. Wir müssen länger machen, wir werden hier geknechtet. Stell dir mal vor, du wärst so früher ein ganz normaler Dorfbewohner und dann gibt's einfach diese eine Person, die nur auf Dächern rumrennt und... Ja, mit so einem komischen Helm. Nicht auffällig. Komm ran jetzt hier, Ferdinand. So, die Items haben natürlich auch eine Seltenheit und so. Genau. Das klassische Blau, Lila, Orange. Gibt's Orange? Ja, legendär. Aber davon werden wir, glaube ich, erstmal lange Zeit nichts sehen. Ja. Man kennt's ja aus Fortnite, ne? Wir klären da einfach alles. Das ist ein super Tool. Ich war damals kein Fan von Discord. Ich bin auch immer noch kein Fan von der Sprachfunktion, muss ich sagen. Da ist immer noch Teamspeak vorne. Okay. Wird's immer sein. Aber in allgemein, dass man da halt diesen Chat hat, das ist ein riesen WhatsApp für Gamer halt einfach. Ist so. Und besser als WhatsApp letztendlich. Mhm. Ja, und dann gibt's noch Skype. Hörst du die? Ein Hai für die Überfahrt, da haben wir es ja schon. Das klingt vielversprechend, Digga. Ja. Das klingt vielversprechend. Ich guck mir aber hier drüben mal an, was ist. Da ist irgendwie was Schatze und Insel des Zeus. Mhm. Es sind tatsächlich Haie. Es sind tatsächlich. I'm out of here. Welches Level haben die? Level 8 meine ich. Aber ich. Easy! Aber ich bezweifle, dass ich einen Hai bekämpfen kann. 100 Pro. Da kommt doch schon der Ado, der direkt Peter schreit. Peter! Manfred! Essen kommen! Was? Genau, da habe ich auch gelesen, da gibt es bei dieser Meisterschaft halt verschiedene Divisionen. Ja. Alpha, glaube ich, war die höchste. Alpha, Bravo, aber man weiß es irgendwie noch nicht, wie sie es wirklich nennen, weil. Ja. Dunkelsteimer, oh mein Gott. Weil auf deren Webseiten schreiben sie Alpha, Bravo, aber wenn du in die Tabelle guckst, steht da Elite und Diamond. Alles klar. I mean, come on, please. Ist auch eine kleine Indie-Liga, die ESL. Da funktionieren manche Dinge noch nicht so. So, ich schnapp mir eben kurz hier noch den Schatz. Vielleicht haben wir einen besseren Helm hier drin. Mhm. Tatsache! Tiger greifen dich nur von hinten an. Nur von hinten? Ja. Die greifen Beute nur von hinten an, tatsächlich. Deswegen gibt es Leute, die in Indien zum Beispiel oder in irgendeinem anderen Gebiet, wo es Tiger gibt, wenn die da irgendwie, sagen wir mal, im Wald arbeiten, ja, Holzfäller oder Bauern, was weiß ich, die tragen dann oft so einen Helm oder eine Maske, wo hinten auch ein Gesicht drauf ist. Weißt du, da hast du vorne eins und hinten eins, dass der Tiger quasi von hinten denkt, du schaust ihn an. Kein Scherz. Okay. Kein Scherz. Was zur Hölle ist so Strömming? Du kennst das Strömming? Nee, es klingt schwedisch oder skandinavisch. Helvete, yes, it is. Es ist absolut schwedisch, es ist aber nicht wie die Schweden, denn es stinkt. Schweden stinken eigentlich nicht.
Es ist vergammelt, also es ist fermentiert. So eingelegter Fisch oder ja, was ist das? Ja, es ist eingelegter Fisch, also der aber auch schon also richtig gammelt. Oh nee, ey, komm. Mods, ey, die sind so undankbar. Undankbar, ne? Die dürfen schon den super, den besten Job der Welt machen. Ich meine, das Wort Motzen kommt ja nicht von ungefähr, weißt du? Ja. Thorsten Legert. Ist das nicht der Fußballtrainer? Das ist ein, das war mal ein Fußballspieler. Ist der Remscheider Fußballtrainer. Ja. Ich komme aus Remscheid. Der war früher mal Profi. Habt ihr in Remscheid so eine gute Mannschaft oder was? Der FC Remscheid, immer hallo. Keine Ahnung, ich kenne mich Fußball nicht aus. Ich weiß nur, dass der im Big Brother Haus war und mich jeder gefragt hat, kennst du den? Kennst du den? Der war im Big Brother. Kennst du den? Ja, okay. Ich sag, wer? Ja, der Legert. Ich sag, wer? Wow, okay. Okay, I see. Hat schon gute Reflexe drauf, der Dude. Aber er hat halt null Chance. Null. Boom, Junge, setz dich. Was ist denn los mit dir? Auf in die Schlacht, let's go. Ich bin bereit für den Krieg.